Wir haben heute große Baustelle hier gehabt. Wir müssen gerade zu groß gewordene Kakteen umtopfen. Es war für uns sehr spannend, weil wir Sachen entdeckt haben, die normalerweise keiner weiß. Wir haben nämlich in der Erde rumgebuddelt und haben zum Beispiel herausgefunden, dass also Kakteen sehr, sehr dicke Wurzeln haben können. Das war also ein Novum, haben wir nicht geahnt. Und wie tief die auch verwurzelt sind. Das war also so ein bisschen ein Handicap. Ansonsten, klar, sind große Pflanzen, die zu bewegen sind, da braucht man viele Hände. Und der Grund, warum wir das machen mussten, dass wenn man also ein bisschen nach oben schaut, kann man sehen, die Pflanzen sind so hoch geworden, dass also die Gewächshauskonstruktion jetzt schon bedroht war. Deswegen ziehen die Pflanzen jetzt also in ein größeres Gewächshaus um. Wir müssen natürlich immer aufpassen, dass die Pflanzen möglichst nicht beschädigt wird und aber auch, dass die Leute, die damit arbeiten, noch in Sicherheit sind. Dementsprechend haben wir also die Pflanzen vorher sicher eingepackt. Das war heute tatsächlich eine Herausforderung. Sicher angegurtet, dass da also auch nichts plötzlich aus dem Rahmen fällt. Und ansonsten, das waren die Themen, die wir schon kannten. Also das haben wir nicht zum ersten Mal gemacht. Aber das wissen wir, dass wir da aufpassen müssen. Und na klar, es geht um Gewichte, die zu bewegen sind. Ich schätze, dass wir da so zwischen 100 und 150 Kilo bewegt haben, vielleicht sogar 200. Aber auf der anderen Seite erschien er mir erstaunlich leicht. Wenn da genügend Hände anfassen, geht das. Die Frage ist jetzt, jetzt sind die Pflanzen schon an der Decke gewesen. Wir müssen jetzt, also wir haben noch ein Gewächshaus, das also genügend Platz nach oben hat, dass wir die Pflanzen da in den Topf setzen können. Aber ansonsten sind die Pflanzen tatsächlich so, dass wir schon uns, auch uns bei uns in den Gewächshäusern zur Decke strecken müssen, dass die Pflanzen Platz kriegen. Und wer weiß, vielleicht finden sie irgendwann auch eine neue Heimat. Also wir haben das 2 Tage lang vorbereitet, also einfach um auch die Fläche frei zu machen, dass man überhaupt sich bewegen kann. Da sind also die letzten 2 Tage 3 Leute gut beschäftigt gewesen, haben Erde geschippt, das Unkraut weggeräumt, die kleineren Pflanzen aus der Erde geholt. Und heute waren wir dann zu 6. Der Hintergrund, dass die EGA da gewesen ist, das ist für uns auch eine ganz spannende Geschichte. Wir bereiten ja das Buga-Jahr 2021 in Erfurt vor. Und da ist ja geplant, ein großes Wüstenhaus zu bauen. Und für den Zweck habe ich also versucht, das zu organisieren, dass also die Pflanzen, die dort jetzt im Moment im Kakteenschauhaus stehen, dass die also nicht kompostiert werden müssen, sondern dass wir also so weit wie möglich auch die Technik finden, dass die Pflanzen aus dem alten Schauhaus dann in das neue Wüstenhaus kommen. Und das war praktisch heute ein Probelauf, deswegen waren also die Gärtnerkollegen von der EGA heute auch mit dabei und haben sich mal ein Bild gemacht, was wartet da auf sie, wie ist das dann, wenn die also ihre Pflanzen dann von A nach B transportieren.